Hier ist das Remscheider Fernsehen, Tele DMW. Und hier ist die Tele DMW Wocheninfo. Hier ist das Remscheider Fernsehen Tele DMW mit der 80. Ausgabe der Wocheninfo. Im Studio begrüßt Sie Chefredakteur Michael Westkamp und hat für Sie die Sensationsmeldungen der vergangenen Woche bis einschließlich dem 17. April 2011. Ich heiße Sie herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Wocheninfo des Remscheider Fernsehens. In der Nacht zum Donnerstag, dem 14. April 2011, entwendeten gegen 0.30 Uhr zwei Täter im Bereich auf dem Knapp mehrere hundert Liter Diesel aus zwei Sattelzugmaschinen. Ein in seiner Fahrerkabine schlafender LKW, der 31 Jahre alt ist, wurde durch Geräusche geweckt und bemerkte zwei ihm unbekannte Männer, die gerade um die 600 Liter Diesel aus seinem Tank in ein anderes Fahrzeug umpumpten. Das Duo konnte durch die sofort alarmierte Polizei im Tatfahrzeug festgenommen werden. Die beiden 22 und 24 Jahre alten Diebe kamen in den Nachtknast. Während der Anzeigenaufnahme meldete sich ein weiterer geschädigter LKW-Fahrer, aus dessen Tank rund 400 Liter Diesel abgepumpt wurden. Die beiden Täter zeigten sich geständig und wurden nach Vernehmungen wieder entlassen. Der gestohlene Kraftstoff wurde von der Feuerwehr aus dem Täterfahrzeug gepumpt und den LKW-Fahrern zurückgebracht. Am Samstag, den 16. April 2011, entdeckte gegen 17.40 Uhr ein 50-jähriger Remscheider im Bereich der Blumenthalstraße in einem Garten eine Solarleuchte und Dekokugeln, die ihm vor rund zwei Wochen entwendet wurden. Der 50-Jährige informierte die Polizei, die den Garten und die Wohnung eines 25-jährigen Remscheiders genauer unter die Lupe nahm. Hierbei wurden diverse Einrichtungsgegenstände gefunden, deren Verschwinden im näheren Umfeld in jüngster Vergangenheit von den Besitzern zur Anzeige gebracht wurden. Unter anderem Gartenmöbel, diverse Tische, Bänke, Stühle, Sessel sowie Blumentöpfe und ein Zaunelement. Das sichergestellte Diebesgut konnte an die Berechtigten wieder ausgehändigt werden. Der 25-Jährige und sein 21-jähriger Mitbewohner zeigten sich geständig und erwarten nun diverse Strafanzeigen. Wenn man falsch parkt, weil man einem PKW ausweichen musste, sollte man am Telefon sagen, dass keine Verletzten vorhanden sind und man nur einen Abschleppwagen braucht. Wenn man dieses vergisst, gibt es ein Chaos. Es kommt nicht nur die Polizei, nein, die gesamte Feuerwehr rückt aus. Notarzt, Rettungswagen, Löschfahrzeug, Kranwagen und. Aber das war kein Fall für die Feuerwehr. Die Feuerwehr langweilte sich mehr oder weniger, denn das war ein Fall für den Abschleppdienst. Wir haben jetzt 7 Fahrzeuge gezählt, die rausgerückt sind. Und oh nein, da kommt ja noch als letztes die Polizei. Ein 8. Fahrzeug blockierte am Dienstag, dem 12. April, nachmittags die Ringstraße. Was können denn so viele Feuerwehrmänner hier noch ausrichten, wenn nichts passiert ist? Man kann wenigstens ein paar Bremsklötze vor die Reifen legen. Aber das war's dann auch schon. Mehr gab es hier nicht zu tun. So ein Feuerwehreinsatz ist natürlich gar nicht so billig. Immerhin hat die Feuerwehr 8 Fahrzeuge draußen und ein Fahrzeug war ja, wie Sie gesehen haben, von der Polizei. Und jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wer bezahlt das? Die Versicherung, der Mann am Steuer, der Unfallgegner oder vielleicht wir Steuerzahler? Also irgendwo muss man doch mal das richtige Maß finden. Vielleicht lag es auch an demjenigen, der den Unfall gemeldet hat. Und dann kommt natürlich sowas bei raus. Eine Vollsperrung der Ringstraße, eine richtige Verkehrsblockade, die Autofahrer, die hierher wollen, sind ganz verzweifelt und ahnen nicht, dass das Ganze nur ein kleiner Fehlalarm war. Aber das will man nicht so ganz wahrhaben. Man sucht verzweifelt nach Verletzten. Hinten hat man noch eine ältere Dame gefunden. Und wenn der Notarztwagen schon da ist, dann soll die Dame sich wenigstens durchchecken lassen, damit der Einsatz nicht so ganz umsonst war.
Na, das ist vielleicht ein guter Service für gesunde Menschen. Bislang unbekannte Einbrecher verschafften sich am Sonntagmorgen, dem 17. April 2011, Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus an der Salemstraße. Dort traten die Täter gewaltsam eine Tür auf, ließen aber von ihrem weiteren Vorhaben ab, da der Mieter schlafend zu Hause war. In der Büchelstraße hebelten Einbrecher die Bürotür einer Firma auf. Aus den Räumlichkeiten stahlen sie Bargeld, eine Kaffeemaschine, zwei Handys sowie eine Digitalkamera. Chaos gab's auf der A1 in Fahrtrichtung Köln am Samstag, dem 16. April 2011. Gegen 20 Uhr gab es einen Megastau. Es gab zwar keine Vollsperrung, aber die Fahrbahn wurde auf eine Fahrspur verengt. Spannung an der Ausfahrt Langerfeld. Hier ist der Grund zu finden, warum es hier nur so langsam weitergeht. Die Feuerwehrmänner schreiben Unfall und die PKWs fahren freiwillig langsam. Sie wollen doch sehen, warum sie so lange im Stau standen. Aber es war auch sehr interessant. Der kleine PKW fing Feuer, es musste ein bisschen gelöscht werden und damit war der Fall auch gegessen. Einen Unfall gab es allerdings hier nicht. Tor! 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 Kein Tor! Kein Tor! Tor! Am 26. Spieltag, und zwar am 17. April, spielte der FC Remscheid in Grevenbroich. Und zwar nicht allzu gut. Er hat mal wieder verloren. 0:2. Leider Gottes, so was von Loserei darf doch wohl nicht wahr sein. Wir blicken auf die Tabelle. Wir stehen allerdings diesmal auf Platz 4. Gar nicht mal so schlecht. Wir waren mal Fünfter. Das Problem der Freiheitsstraße ist immer noch nicht behoben. Es gibt Geisterverkehr. Sie müssen aufpassen, wo Sie langfahren. Tierische Baustelle, alles einspurig. Bitte meiden Sie die Freiheitsstraße. An der Unterführung gibt es eine Vollsperrung für die zweite Fahrbahn, die Richtung Haddenbach führt. Nicht zu glauben, Sie sollen dann rechts fahren. Zum Schluss noch zwei Programmhinweise für Sie. Im Wuppertaler Fernsehen gibt es den Vergleich zwischen der ältesten und der neuesten Zwiebelbahnstation von Wuppertal. Und hier gibt es im Anschluss der Nachrichten im Remscheider Fernsehen ja, den interessanten Film über den A1-Sitzplatz an der Ausfahrt Lennep. Wollen Sie sich das mal anschauen? Bleiben Sie dran. Ich freue mich, wenn Sie aber auch nächstes Mal wieder einschalten. In der nächsten Woche gibt es wieder eine neue Sendung. Und zwar hier bei Ihrem Remscheider Fernsehen Tele DMW. Verehrte Zuschauer, ich befinde mich auf der A1 in Fahrtrichtung Dortmund. Gott sei Dank haben wir keinen Stau. Aber ich habe schon einige Fahrstunden hinter mir und möchte doch jetzt mal Pause machen. Und da empfiehlt man mir, Lennep rauszufahren, weil man da nicht einen Parkplatz findet, sondern einen Autobahn-Sitzplatz. Und da werde ich neugierig. Ich fahre also wie empfohlen Remscheid-Lennep raus und suche die Beschilderung für den Autobahn-Sitzplatz. Aber was ich bisher gesehen habe, war der schöne Turm am Hohen Hagen und die A1. Aber sitzen kann man hier wirklich nicht. Ich schaue mich um auf die entgegenliegende Ausfahrt. Auch dort keine Beschilderung zum Autobahn-Sitzplatz. Wo mag der denn sein? Überall nur Wald. Nur Straße. Aber wo soll ich denn sitzen? Im Gras? Da muss doch eine Bank irgendwo sein. Oh, ich glaube, ich habe was gesehen. Da oben ist tatsächlich eine Bank über der Autobahn. Und da möchte ich jetzt sofort hin. Nachdem ich mein Fahrzeug irgendwo abgestellt habe, betrete ich die Brücke an der Blume. Und ich sehe einfach nicht, wo die Bank jetzt abgeblieben ist. Einfach nur Wald. Also, da müssen wir noch ein bisschen suchen, habe ich das Gefühl. Von der Brücke aus kann man diese Sitzbank jedenfalls nicht sehen. Und da müssen wir mal ein Stückchen näher ran. Machen Sie keinen Fehler, klettern Sie nicht die Treppe hier runter, damit Sie hinterher wieder raufklettern müssen. Das bringt es nicht.
Ich habe den richtigen Weg gefunden. Er geht direkt rein an der Autobahnpolizei-Sendestelle Blume. Hier ist ein Pfad, den man so ein bisschen erkennen kann. Und wenn man sich darauf befindet, hat man auch eine fantastische Aussicht Richtung Remscheid-Mitte. Sie sehen das Rathaus und den Wasserturm. Tolle Aussicht. Auf dem steinigen Boden gehe ich weiter, bekomme auch keine nasse Füße. Das geht ja wunderbar. Kurz nach rechts geschaut, finden wir Wuppertal-Kronenberg. Schöne Aussicht. Schauen Sie besser geradeaus, denn vor Ihnen kommt ein kleiner Hügel. Den müssen Sie raufklettern und von da aus geht's noch per Wiese weiter in Richtung Geisterwald. Oh, da hinten wird's unheimlich. Und überall sind jung gepflanzte Bäume. Treten Sie bitte nicht drauf. Die sind noch ganz, ganz frisch. Links von Ihnen befindet sich stets die laute Autobahn. Und vor Ihnen befindet sich das zweite Hindernis. Da können Sie nur drumherum gehen. Und rechts von diesem Hindernis befindet sich der Haupteingang zum Geisterwald. Nur wer da mal kurz rein und wieder rausgeht, wird um diesen Hügel herumkommen. Um dieses tolle Hindernis. Es ist gruselig hier. Sehr dichte Bäume. Im Dunkeln würde ich mich hier nicht aufhalten, auch wenn halbwegs gut aufgeräumt ist. Es ist verdammt dunkel und die Bäume sind sehr dicht nebeneinander. Und wenn man tagsüber nach oben guckt, hat man nicht viel Licht zu erkennen. Ein Stück weiter, ein kleiner Hügel, eine Aussichtsplattform, Fragezeichen. Ja, wenn man sich da mal heraufbegibt, hat man eine gute Aussicht oder keine. Interessanter Blick vor die Äste und Sträucher. Und wer ein scharfes Auge hat, sieht auch Timmersfeld gegenüber. Naja, nicht so ganz mein Ding. Ich wollte mich ja eigentlich was hinsetzen. Und nicht hier im Geisterwald, wo es auch ein bisschen was Grünes gibt. Och nee, wie unheimlich. Aber überall gibt's einen Notausgang. Und Tannenzapfen vor allem. Die kann man da zu Genüge sammeln. Aber jetzt möchte ich doch wirklich wieder hier raus aus dem Geisterwald. Ich meine, Notausgang gibt's überall. Aber wir wollten ja an diesem Hindernis vorbei und das bin ich jetzt. Ich bin da wieder rausgegangen und die Straße ist schon ein ganz schönes Stück weit weg. Die Straße da hinten, die Lüttringhauser, da an der Blume. Und jetzt suche ich noch verzweifelt meine Bank. Ich wollte mich doch hinsetzen. Ich sehe die Autobahn und ich sehe natürlich die frisch gepflanzten Bäumchen vor mir, aber wie weit muss man denn da noch latschen? Kann man denn nicht mit dem Auto hier hinfahren? Naja, wahrscheinlich würde ich hier alles plattwalzen. Da würde der Förster sich tierisch ärgern. So weit kann es nicht mehr sein. Ich sehe schon das Autobahnausfahrtsschild. Und da ist natürlich auch der Wald zu Ende. Wo ist denn meine Bank? Och, da ist sie, jo. Und die ist sogar frei für mich. Fantastisch, die gehört mir. Eine ganz schön weite Strecke bin ich gelaufen, wenn man das so mal betrachtet. Ich sollte mich etwas beeilen, bevor sich da jemand anders hinsetzt. Den würde ich dann runterschmeißen von der Bank. Und zwar im hohen Bogen in den Geisterwald. Da kann er sich dann ein bisschen verlaufen. Ist mir egal. Meine Bank, die kriegt keiner. Übrigens, wer hat die eigentlich dahingestellt? Die Stadtwerke Remscheid? Frage ich mich immer noch, wer die dahingestellt hat. Eine super Aussicht zum Gartencenter Krämer. Wer genau hinschaut, kann auch Solingen erkennen. Da ist der Wasserturm. Der heißt so, dieser Fernmeldeturm. Wasserturm. Naja, von der Telekom. Mein Kollege hat vor mir Platz genommen, aber ich erlaube ihm das natürlich. Das ist nämlich der Michael Westkamp und der testet jetzt für mich die Bank. Endlich bin ich hier angekommen am Ziel an der A1 Parkbank. Eine wunderbare Aussicht nach Lennep. Dort geht's nach Remscheid-Mitte und hinter mir Solingen und Wuppertal-Kronenberg. Ein anstrengender Weg. Die Aussicht auf die A1 ist genial. Die Bank ist ein bisschen älter, hat zwar Stahlfüße, alte Holzbretter. Sie steht seit Jahren hier und kein Mensch weiß, wer die je hier hingestellt hat. Also entspannen Sie sich doch mal hier an einem schönen Sonntag. Ah!
Hier war das Remscheider Fernsehen Tele DMW. Bis nächste Woche.